Wasser ist die Grundlage allen Lebens. In der Landschaft ist es Anziehungspunkt für Menschen, Tiere und Pflanzen. Es tritt als Quelle zutage und sucht sich einen natürlichen Weg abwärts. Das Wasser der Gebirgsbäche schießt ins Tal. Wasserläufe treffen zusammen. Bäche entstehen. Im flachen Land fließt das Wasser ruhiger. Schon von Weitem ist der Verlauf eines natürlichen Baches an seinem Randbewuchs erkennbar. Meist sind es Weiden und Erlen, die den Bach säumen. Diese Tiefwurzler krallen sich am Rand fest, verankern das Erdreich und verlangsamen die Auswaschung. Sie bevorzugen den feuchten Standort und ertragen es, ihre Wurzeln dauernd im Wasser zu haben. Unter dem dichten Uferbewuchs entstehen viele Höhlen und Nischen, Unterschlupfbereiche, die für das Vorkommen unzähliger Tiere günstig und notwendig sind. Der dichte Bewuchs, der den Bachläufen folgt, sorgt für die Beschattung des Bachbettes und damit für kühles, sauerstoffreiches Wasser. In schattigen Bereichen wachsen Farne am Bachrand. Wo es das Licht erlaubt, begleiten üppiger Grasbewuchs oder Huflattich den Bachlauf. So bildet der natürliche Bach einen Lebensraum mit einer Fülle von Pflanzen, aber auch Tieren, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind. Sogar das Sediment des Bachgrundes bietet in einem Lückensystem vielen Arten Lebensraum und Nahrung. Ein Quadratmeter Bachboden kann bis zu 100.000 Lebewesen beherbergen und das bis in einen Meter Tiefe hinab. Hier hat sich eine etwa 20 mm große Steinfliegenlarve zurückgezogen. Köcherfliegenlarven verdanken ihren Namen den aus Pflanzenteilen oder Steinchen kunstvoll gebauten Wohnröhren, die ihnen hervorragenden Schutz bieten. Manche leben frei und fangen, wie hier diese Larve, mit ihrem nur 1 Quadratzentimeter großen Netz winzige Insekten und Wassertierchen. Alle diese Lebewesen sind den Bedingungen im fließenden Wasser angepasst. Nur aufgrund ihrer abgeflachten Form kann sich diese Steinfliegenlarve in der starken Strömung auf Steinen festhalten, ohne abgetrieben zu werden. Ein natürliches Bachsystem bietet alle Voraussetzungen, die für die Existenz der verschiedenen Insektenlarven nötig sind. Vor allem sind das Nahrung, Verstecke und genügend Sauerstoff. Der Sauerstoffgehalt ist stark von der Wassertemperatur abhängig. Je tiefer die Temperatur des Wassers, desto mehr Sauerstoff kann es aufnehmen. Nur ein beschattetes Bachbett
kann eine gleichmäßig niedrige Temperatur halten. Ebenso wichtig ist die Sauerstoffeinbringung über die Oberfläche. Je mehr der gleichmäßige Fluss des Wassers gebrochen wird, umso mehr Luft und damit Sauerstoff gelangt hinein. Verblockung, unsymmetrische Ufer und ein abwechslungsreiches Grundprofil sorgen für verschiedene Strömungsmuster, Schwellen und damit für reichliche Verwirbelung von Luftsauerstoff mit Wasser. Zusätzlich wirkt die Sauerstoffproduktion von Algen, Moosen und anderen grünen Pflanzen infolge der Photosynthese. Der Sauerstoff wird von Bakterien und Pflanzen beim Abbau der organischen Stoffe benötigt. Vor allem im Stillwasserbereich verbraucht der Zersetzungsprozess der abgestorbenen Pflanzen und Tiere große Mengen des Sauerstoffs. Gerade aber diese organischen Stoffe bilden auch die Grundlage der Nahrungskette in diesem Lebensraum. Die zersetzenden Bakterien und Kleinorganismen ernähren unzählige Insektenlarven. Besonders im Frühjahr und Sommer steigen die Insektenlarven zur Oberfläche auf, um sich zu häuten und als Fluginsekten ihr letztes Lebensstadium zu beginnen. In nur etwa 3 Sekunden häutet sich diese Köcherfliegenlarve und erreicht, geflügelt, das Paarungsstadium. Nun ist Nahrung für Fische und Vögel reichlich vorhanden. Die Bachforelle jagt die aufsteigenden Köcherfliegenlarven mit Vorliebe. Bei der geringsten Störung flüchtet sie in ihren Unterstand. Auch sie ist, wie alle Bachtiere, auf Verstecke und reichlichen Sauerstoffgehalt angewiesen. Die Koppe, ein typischer Grundfisch, ist ebenfalls auf der Jagd nach Larven oder winziger Fischbrut. Sie wird selbst oft zur Beute der Forellen. Auf Futtersuche ist auch die Wasseramsel. Sie ist charakteristisch für natürliche Bäche. Geschickt findet sie ihr Futter sogar tauchend am Bachgrund. Die Würfelnatter lauert im Wasser vor allem auf Frösche, vermag aber auch Fische zu fangen. Auch die Wasserspitzmaus ist am und im Bach zu Hause. Sie sucht in Pflanzenpolstern nach Insekten und deren Larven. Ihre Tasthaare und die Bewegungen der Schnauze lassen sie das Futter erfüllen. Diese nur etwa 3 cm großen Säugetiere verbrauchen viel Energie und sind daher ständig auf Futtersuche. Täglich müssen sie ein Mehrfaches ihres eigenen Körpergewichtes an Nahrung aufnehmen. Ein natürlicher Bachlauf ist überaus reich an pflanzlicher und tierischer Produktion. Neben Insekten, Fischen, Reptilien, Vögeln und Säugetieren, deren Vorkommen direkt an den Bachlauf gebunden sind, finden noch zahlreiche andere Tiere als Besucher hier Deckung und lebensnotwendiges Wasser. Bäche transportieren nicht nur Wasser, sondern auch Schotter, Sand und Schlamm. Je nachdem, wie groß ihre Fließgeschwindigkeit und die Beschaffenheit des Untergrundes sind. Das Sediment wird dauernd weiter transportiert und an anderer Stelle wieder abgelagert. Starke Regenfälle oder die Schneeschmelze im Frühjahr können Bäche anschwellen lassen. Nicht selten treten sie dann über die Ufer und überschwemmen umliegende Äcker und Wiesen. Nun wird das Sediment besonders rasch verfrachtet,
Der Bach formt sich kraftvoll sein Bett. Im Wechselspiel von Materialabbau und Anlandung, von Aufprallen, Bremsen, Durchbrechen und Weiterfließen bildet sich der Bach sein eigenes Verlaufssystem, bremst sich selbst und schafft sich seine Befestigung. Von oben betrachtet zeigen natürliche Bäche Schlingen, sogenannte Mäander. Um sie formen zu können, muss dem Wasser freier Lauf gelassen werden. An vielen Orten hat der Mensch ihm den nötigen Raum genommen. Der Einsatz von Maschinen hat den Menschen verleitet, immer näher an die Ufer heranzurücken, sie zu begradigen, Bäche zu verlegen und zu verrohren. Die Lebensvielfalt geht dabei verloren. Natürliche Bäche bilden kleine Auen, in denen sich die Altwässer lange halten. Wasserreservoire, die nach einer Regenperiode tagelang gleichmäßig das Wasser abgeben können. So dienen Altwässer und überschwemmte Wiesen der Landschaft als Rückhalteräume. Sie geben ihr Wasser langsam ab und sorgen für gleichbleibende Feuchtigkeit im Boden. Natürlich fließende Bäche erfüllen ihre Aufgaben in der Landschaft, sind Lebensräume für die verschiedensten Tier- und Pflanzenarten. Und sie bietet dem Menschen jene natürliche Schönheit und Abwechslung, die so selten geworden sind.